Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Let's Play hier von mir aus Jakes and Featured. Ja, ich habe mich jetzt doch entschieden, endlich einmal das Spiel anzufangen. War ja immer der Meinung, dass ich irgendwie nur Hero Zero zocke, aber irgendwie hat es mich jetzt doch gepackt und ich werde auch mit einsteigen hier bei Jakes and Featured. Ich bin jetzt mit dabei auf Welt 22 international. Wenn ihr Bock habt, spielt auch mit und kommt mit auf die Welt 22. Ich werde auf jeden Fall, wenn es dann irgendwann möglich ist, eine Gilde zu erstellen. Ich weiß gar nicht, wann das möglich ist. Da müssen wir direkt mal gucken. Gilde gründen. Du bist noch nicht Mitglied einer Gilde. Willst du eine neue Gilde gründen? Zum Gründen gib bitte einen Namen ein. Ich werde hier auf jeden Fall eine Gilde gründen. Es wird auf jeden Fall noch etwas dauern, denn das Ganze kostet hier 10 Goldstücke. Ich habe jetzt momentan noch nicht so viele Goldstücke und möchte auch ein bisschen den Charakter voranbringen. Ja, wir werden mal schauen, wie viele Videos ich so bringe. Anfangs wahrscheinlich erstmal viele Videos, die auch so nebenbei zu anderen Videos kommen. Könnte man sagen, so, was habe ich hier gemacht? Beginn meiner Spielzeit hier auf Server 22. Ja, da brauchen wir gleich noch mal kurz zu, ob ich da noch was zuschreiben möchte. Ich möchte jetzt erstmal in die Taverne schauen. Wundert euch nicht, dass ich so viel Gold habe. Ich habe schon 1 Gold und 90 Silber erwirtschaftet, da ich zwischendurch gestern den habe ich mir den Account hier gemacht für das Spiel und ja, habe mir dann überlegt, so, du fängst ja noch nicht an mit einem Video. Und da dachte ich mir, komm, das machst du morgen in Ruhe. Und da habe ich mir gedacht, ja, so, da wirst du in dieser Zeit erstmal komplett ein bisschen dich hinsetzen und arbeiten. So, hier sehe ich schon einen Krückstock, Schaden 4 bis 14, der hört sich schon mal sehr gut an. Dauert 30 Sekunden. Oh, das ist eigentlich alles gut machbar hier. Nehmen wir direkt mal, Angriff ist ja immer die beste Verteidigung. Nehmen wir direkt mal mit hier. Ach, jetzt wollte ich euch den Text noch vorlesen. Habe ich gar nicht gelesen jetzt. Tut mir sehr leid. Aber ist auch halb so schlimm. Wir kommen nochmal zurück zum Charakter. Hier habe ich auch schon was reingeschrieben. Beginn meiner Spielzeit hier auf dem Server 22. 26. So, da fehlt nämlich noch der Punkt. Hier wollte ich noch ergänzen. Punkt 2.2018. Ja, ich habe jetzt von den heutigen Aufnahmedatum das Datum genommen, aber erstellt habe ich den Account natürlich schon einen Tag vorher, aber beginnen richtig zu spielen jetzt heute. Und da dachte ich mir, wäre es besser, wenn ich auch den heutigen Datum eingebe. So, wir sehen schon, brauner Gargoyle, Stufe 1 wurde besiegt. Das Mistvieh ist erledigt und alle sind beeindruckt. Yeah, von deiner Heldentat. Auch wenn sie für dich eine Routine ist. Ja, sehr schön. War natürlich auch sehr unterlegen hier, der gute Gegner. 48 Erfahrungspunkte, 10 Ehre. Ehre gibt es ja auch. Ich dachte, Ehre gibt es nur in der Arena. Gut, Beute. Oh, sogar ein Pilz. Ja, die Pilze, damit kann man auch noch einiges anstellen. Man kann sogar den Kampf speichern. Okay, das möchte ich jetzt nicht und habe noch 22 Silber bekommen und habe schon 2 Gold. Es ist natürlich sehr, sehr nice. Das ist sehr, sehr nice. So, was ist das hier für eine alte Flimmerkiste, die hier rumfliegt? Kenne ich auch von Hero Zero. Ich denke mal, damit kann man bestimmt mit Werbung irgendwie die Mission überspringen. Gehe ich jetzt mal stark von aus. So, jetzt diesmal lesen wir aber mal hier ein bisschen mit durch, ne? So, hast du Zeit für einen kleinen Auftrag? Du musst es in die Ebene von Oset Knorr geleiten. Es wird dir folgen, bis du dort angekommen bist. Und vielleicht noch weiter. Nicht vergessen, schlechter Kunde wird hart bestraft. Ah ja. Aas zum Fraß. Da sind immer schöne Texte mit dabei, deswegen würde ich das schon mal gerne ein bisschen lesen. Du kommst mir gerade recht. Hast du etwas Zeit für mich? Im Wunderdschungel treibt ein schreckliches Monster sein Unwesen. Es handelt sich um einen Aasgeier. Tu was getan werden muss. Komm zurück, wenn du fertig bist. Ich warte hier mit Keksen auf dich. Warte mit Keksen auf dich.
Und Limo. Hört sich gut an. Und da gibt es einen schönen Gürtel, der schön viel Rüstung macht und Glück. Rüstung und Glück ist natürlich auf jeden Fall schon mal sehr gut. Was hat das hier gegeben? Hier hat nicht viel gegeben. War jetzt auch nicht so vielversprechend der Text hier. Wertstoffsammlung. Schauen wir uns auch nochmal an. Würde eine Rüstung geben. Aha, Morgenrock. Eben hatten wir eine Waffe gesammelt. Ne? Also auf, hier gibt es nochmal, hey Sportsfreund, du kommst mir gerade recht. Ich sammle Müll und alte Sachen, die man vielleicht noch recyceln kann. Begib dich in die Stolpertreppe. Nimm erstmal alle, die du dort findest. Anschließend besorg mir alle auf der ganzen Welt. Und wenn du schon unterwegs bist, bring bitte gleich Kekse mit, ja? Ja, hört sich gut an. Wir nehmen Aas zum Fraß. Hört sich sehr, sehr gut an, finde ich. Eine Minute Dauer. In der Zeit können wir mal kurz auf unseren Charakter gucken. Ich wollte jetzt noch keine Verbesserungen groß machen. Was ich noch zum Charakter sagen will, ich bin Magier, wie ihr schon seht, ne? Magic Master Tobi, muss ich natürlich auch ein Magier sein. Passt natürlich sehr gut zum Namen. Und hier kann man natürlich dann auch seine Attribute ausbauen. Geschick und Stärke brauche ich in dem Fall überhaupt nicht. Das Einzige, was ich als Magier brauche, ist Intelligenz. Ich weiß nicht, brauche ich Ausdauer auch? Ausdauer erhöht deine Lebensenergie. Ja, gut, ja. Ja, gut. Ich würde sagen, Intelligenz ist dann schon wichtiger und Glück. Ausdauer kann man auch mal ein paar Punkte draufhauen. Die beiden anderen, Glück und Intelligenz, denke ich mal, sind sehr, sehr wichtig. So, was haben wir hier? Hier kann man Errungenschaften freischalten. Rüstung, Summe 0. Wir werden jetzt mal die neue Waffe anlegen, die ziemlich schlecht ist. Krückstock. Nee, irgendwie 4 bis 14. Was ist die jetzt? Wir gucken mal. Nee, nimmt sich nicht viel. Bleibt auf 26, hat aber irgendwie mehr Farbe. Ja, kann man machen, ne? Nö, also tut sich nicht wirklich viel. So, wir gucken mal. Oh mein Gott. One-Hit. Das Mistvieh ist erledigt. Jo, da ist immer der gleiche Text. Brauche ich nicht weiter vorlesen. Okay. Dann gehen wir direkt zur nächsten Aufgabe, würde ich sagen. Ja, wir kommen eigentlich gut voran hier, ne? Ich habe im Augenblick jede Menge Ärger am Hals und ich hoffe, dass du mir da ein bisschen helfen kannst. Sonst sitze ich in der Patsche. Schau dir mal an, wo ich mich gerade, wo gerade der Schuh drückt. Jo. Du siehst aus wie jemand, der für ein bisschen Geld alles macht. Du solltest meinen unbezahlten Briefmarkensammlung sicher in den Stolpersteppel schleppen und verliere unterwegs nichts. Meinst du, du packst das? Ja, würde ich packen. Aber ich gucke mal, ob es noch ein besseres Angebot gibt. Willkommen, ich habe eine große Aufgabe für dich. Ich brauche jede Menge Erz für meine Freunde. Mise. Also für meinen Freund Mise. Er ist Erzmagier. Oh. Reise nach Scarpa. Sammle dort mindestens 9 und kehre dann zu mir zurück. Ich traue dir das eigentlich zu. Hört sich gut an. Was gab es hier? Hier gab es ein bisschen mehr, ne? Das Monster mit 11 Augen. Oh, das hört sich gut an. Rüstung plus 3. Du schon wieder. Nun gut. Du musst das Monster mit den 11 Augen nach Nordingen entführen und sing ihm vor dem Einschlafen ein kleines Liedchen. Und machst du es oder machst du es nicht? Ja, das mache ich. Das hört sich gut an. Eine Minute. Gibt hier ein paar schöne Handschuhe, denn wir müssen uns natürlich auch erstmal schön ausrüsten. Und mir fällt gerade ein, es gibt ja auch ein Glücksrad, was wir auch noch mal gleich nutzen sollten. Ob mir das jetzt schon was bringt, das Glücksrad, weiß ich ja selbstverständlich nicht, aber man kann es einmal am Tag kostenlos drehen. Oder kann man das öfter drehen? Egal, wir drehen jetzt einfach mal. Zwei Steine gewonnen, okay. Sehr interessant. Wofür brauche ich das? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Ich glaube, für die Festung braucht man das. Aber hier weiß ich gar nicht, wie es losgeht. Platz für Kaserne, Platz für die Festung. Die Festung ist das Grundgebäude. Sie bestimmt deine Rohstoffkapazität und die Höchststufe aller Gebäude.
Baukosten 100 Gold. Halleluja. Halleluja. Das ist viel. Da werde ich auf jeden Fall vorher eine Gilde erstellen. Brauche ich das? Ich weiß nicht, braucht man das? Ja, ich denke mal schon, ne? Wird man mir vielleicht noch irgendwas zu sagen? Ich weiß nicht. Okay, ich habe hier diese zwei Holz auf jeden Fall. Stein habe ich auf jeden Fall bekommen. Gut, wir gucken mal weiter. Da kommen wir wann anders zu, wenn wir mehr Geld haben, auf jeden Fall. Und wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Wir müssen uns auch mal bald auslassen. Und sind direkt Stufe 2 gestiegen. Das ist natürlich sehr fein. Die Frage ist, wir müssen gucken, für was wir uns wirklich das Geld ausgeben, dass wir eine Gilde erstellen und dann auch viele Freunde einladen. Wäre natürlich sehr nice. Also gucken, für eine Gilde, was muss man da alles noch investieren? Wir wollen unseren Charakter natürlich auch ausbauen. Dann gibt es hier natürlich auch noch den Pilzdealer. Den Pilzdealer meine ich natürlich nicht. Da kann man sich natürlich auch Pilze kaufen. Ich meine natürlich den Stall. Da kann man sich dann noch Tiere kaufen. Die kosten auch wieder einiges. Weil ich hier nicht viel Geld investieren werde in das Spiel, werde ich versuchen, alles free to play so weit zu erspielen. Und wenn man hier investiert, kostet das Ganze natürlich auch wiederum einiges. Daher muss ich gucken, wie ich das alles bewältige. Es wird, denke ich mal, schon klappen. Irgendwie. Nur gut. Aber bis dahin ist noch ein sehr, sehr weiter Weg. So, wir gucken mal weiter. Eine Tüte voll Erdnüsse. Das ist jetzt das Ganze immer hier durchlesen. Du schon wieder. Nun gut, du musst diese Tüte Erdnüsse von Erogonion bringen. Ich hoffe, die Ware ist dir nicht zu schwer. Bist du dabei? Oh, ich guck mal weiter. Hier gibt es noch was Interessantes. Geschickt. Eieiei, schon wieder Dings. Geschickt diese. Gefällt mir jetzt nicht so ganz. Aber das hier. Unglaublich, aber wahr. Du siehst aus wie jemand, der für ein bisschen Geld alles macht. Reise nach. Ja gut, die Texte sind eigentlich immer fast das gleiche, ne? Das ist gar nicht so. Dauer 18 Sekunden nur. Okay, wow. Lässt sich auch gut verkaufen, wenn man es nicht braucht. Okay, das geht eigentlich relativ schnell. Warten wir mal kurz ab. Und nehmen unseren neuen schönen Gegenstand dann in Empfang. Zack. Vergisser. Okay. Nehmen wir gleich den nächsten Kampf hier mit, würde ich sagen. Sieh mir nicht in die Augen. Hier sind noch mal wieder ein paar Handschuhe. Die machen Stärke. Nee, die will ich nicht. Wir wollen ein paar Sandalen hier. Ja, die nehmen wir noch mal mit. Annehmen. Gucken kurz auf den Charakter. Ja, das lohnt sich, denke ich mal, auf jeden Fall. 78 Schaden hier. Das haut schon mal richtig rein. Dann die Handschuhe einmal ausrüsten. Dann werden wir hier einmal den Gürtel ausrüsten. Was gibt der? Der gibt ein bisschen Glück dazu. Und Rüstung. Wie viel Rüstung haben wir jetzt insgesamt? Wo steht denn die Rüstung? Die gesamte Rüstung. Glück, Ausdauer. Ehrenhalle. Ach, hier unten die Rüstung. 6%. Ah, alles klar. Okay, und zwei schlechte Stäbe, die wir eigentlich verkaufen können. Gucken wir dann mal nach. Gehen wir wieder in die Taverne rein. Hätte mir auch nichts anderes gedacht bei. Zack. Nächster bitte. Oh, noch ein paar schöne Schuhe. Gibt auf jeden Fall. Oh, schon nicht schlecht, nicht schlecht. Was haben wir hier? Glück. Eine Kette mit Glück. Ich bin hierfür. 1 Minute und 12. Zack, diesmal nicht durchlesen. Oh, es ist schon ein bisschen lang, ne? Die Zeit. Was können wir hier? Bist noch unterwegs? Ja, wir wollen auch gleich mal reinschauen. So, gucken wir mal in den Stall. Hier werde ich mir auf jeden Fall den dazu legen. Irgendwann. Laufzeit 14 Tage, kostet dann immer 10 Gold. Reisedauer minus 30 und plus ein
Pilz. Ja, das geht eigentlich ganz gut. Werde ich mir dann irgendwann mal zulegen. Mal schauen, wenn es soweit ist. Pets, erst ab Stufe 75. Okay, da gucken wir dann auch irgendwann noch mal rein. Was haben wir jetzt hier schon? Sind wir in der Ehrenhalle schon mal weiter? Magic Master Tobi. Ehre 50. Rang 100.008. Das ist natürlich noch sehr, sehr weit. Dungeons. Wann gehen die Dungeons auf? Bleibt jetzt verschlossen. Ich glaube, die gehen erst ab Stufe 10 oder so auf. Puh, ich weiß es gar nicht genau. Was die Stufen jetzt angeht, kann ich nicht genau sagen. Nun gut, halb so schlimm. Wir werden es irgendwann erfahren. So, nächster Kampf hier. Zack. Gehauen. Wunderbar. Damit schon 4 Gold. Das ist ja phänomenal. Wir schauen noch mal einen Schnelldurchlauf. Ja, nehmen, denke ich mal, den Gegenstand mit. Einmal annehmen, einmal auf den Charakter. So, welche Schuhe lege ich jetzt an? Die Schuhe legen wir schon mal an. So, wir brauchen eigentlich gar nichts groß kaufen. Wir werden mal in den Waffenladen gehen und werden hier mal den restlichen Kram einfach mal hier reinziehen, damit wir wieder Platz haben. Macht natürlich auch noch mal ein bisschen was, ne? Aus, das kann man nicht meckern. Also, ja, das ist doch schon mal, das sieht doch schon mal richtig gut aus hier. Da hat nicht mal der Waffenladen gute Sachen. Zauberladen, was hat der so zu bieten? Ja, gut, der hätte jetzt noch ein schönes Kettchen für mich. Ausdauerstärke. Trank der Gurkenglasöffner. Okay, Stärke plus 10. Hier gibt es manchmal so Tränke, die kann man kaufen, die boosten einen dann schön auf. Die kenne ich auch, die auch schon mal gesehen. Aber da muss man halt gucken, immer für was das ist, damit man dann sich das Richtige kauft. Hier Intelligenz. Den können wir uns eigentlich mal anlegen. Für 50 Silber legen wir uns den doch gerne mal an. Das ist doch mal ein schöner Gegenstand. So, wir sind sowas von overpowered. So, Elfenbeinjäger. Rüstung plus 3. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie meine Handschuhe jetzt so waren. Soll ich ein bisschen aufs Geld spielen? Ich weiß nicht. Gucken wir einfach mal, ne? Wir machen auch gleich nochmal einen schnellen Arena-Kampf. Die Handschuhe waren Rüstung plus 3. Okay, wir machen erstmal einen Arena-Kampf. Ich will es jetzt wissen, wie stark ich geworden bin. Wir nehmen am besten mal den guten Raphael Heinier 85. So, wie kann ich den hier angreifen? Ah, hier muss man oben klicken. Willst du den Gegnerspieler Raphael Heinier 85 Stufe 3 in der Arena bekämpfen? Für die ersten 10 Arena-Kämpfe des Tages bekommst du in Falle eines Sieges neben Ehre und Gold auch Erfahrungspunkte. Nice, das hört sich ja gut an. Kämpfen. Two-Hit, das ist schon mal nice. Kann man nicht meckern. Dieser Gegner war bestimmt ganz nicht ohne. 40 Erfahrungspunkte, 100 Ehre. Oh, jawohl, gleich auf 17 Rang, 17.900 draufgestiegen. Das ist natürlich etwas. Und wir können in 10 Minuten einen neuen Kampf machen. So, Taverne. Aber wieder in die Taverne schauen. Elfenbeinjäger. Ja, komm. Einmal annehmen. 1 Minute und 12. Okay. So viel dazu. Hier haben wir soweit alles. Ich würde sagen, Leute, für die erste Folge wäre es das erstmal. Wir haben einiges geschafft hier. Stufe 2, ein bisschen ausgerüstet. Ich werde hier noch ein bisschen klicken, würde ich sagen, nebenbei. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann in der zweiten Folge wieder. Mal schauen. Ich kann noch nicht genau sagen, wann sie kommt. Irgendwann wieder zwischendurch bei den anderen Videos. Müsst ihr euch mal überraschen lassen. Ich werde bis dahin auf jeden Fall ein bisschen weiterspielen und gucken, was ich so erreichen kann. Und ja, bis dahin würde ich sagen, macht's erst einmal wieder gut und schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein.